Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu dem sechsten Türchen meines literarischen Adventskalenders, in dem ich Geschichten aus dem fantastischen Projekt aus dem Brenno Verlag Weihnachtswundernacht Band 6 und Band 7 vorlese. Heute wieder eine Geschichte aus Band 6 der Weihnachtswundernacht-Reihe vom letzten Jahr, die ich letztes Jahr ja leider nicht lesen konnte, weil ich verhindert war, weil ich krank war. Und heute lese ich die Geschichte Der Schlüssel zu den Dingen von Miriam Kühlmer-Vogt. Mike, wo ist denn der Schlüssel? Rufe ich meinem Mann von der Kellertreppe aus zu. Wie bitte? Höre ich ihn aus dem Zimmer unseres Sohnes zwischen den Klängen von Jingle Bells zurückfragen. Und dann, Kinder, macht doch mal das iPad leiser. Der Schlüssel zum Keller, du weißt schon, rufe ich gut gelaunt und füge verschwörerisch hinzu. Gleich kommt doch der Weihnachtsmann und da will ich im Keller noch mal kurz schauen, ob ich für ihn eine Flasche Wein finde. Der Weihnachtsmann, hahaha, ruft meine Tochter. Es ist Heiligabend. Ein wunderbarer Heiligabend. Draußen hat es geschneit. Zwar nur wenig, aber immerhin. Die hauchdünne Schneedecke glitzert im Licht der weihnachtlichen Straßenbeleuchtung. Es ist so richtig schön kalt. Draußen, hier drinnen ist es schön warm. Im Familiendisplay flackert beruhigend ein digitales Kaminfeuer. Die Forellen mit Butter und Dill liegen schon im Ofen. Er muss nur noch angestellt werden. Die Kartoffeln sind bereits gekocht und befinden sich in ihrem Topf mit Deckel unter meiner Bettdecke, damit sie schön warm bleiben. Die Kinder haben Ferien, schon seit 2 Tagen. Das Krippenspiel war herzallerliebst. Die kleine Emma hat heute einen langen Mittagsschlaf gehalten und ist gut gelaunt. Sophie, unsere Große, hat ihr E-Book zugeklappt und alle warten jetzt gemeinsam in Bens Zimmer darauf, dass das silberne Glöckchen läutet. Dass endlich Weihnachten wird. Jetzt fehlt nur noch eins. Der Weihnachtsmann muss kommen, beziehungsweise ich. Die Geschenke warten schon auf dem runden Tisch im Keller, in einem großen braunen Sack. Dem Sack vom Weihnachtsmann, ist ja klar. Ich persönlich denke ja, es hätte gereicht, die Geschenke in dem Sack zu verstecken und die Kinder darauf hinzuweisen, dass der Kellerraum für sie tabu ist. Ich meine, sie sind doch schon groß. Sie verstehen, dass man in den Wochen vor Weihnachten nicht im Haus nach Geschenken suchen darf. Und die kleine Emma ist noch so klein, die würde keinen Unterschied erkennen zwischen den vielen Dingen, die bei uns offen rumliegen, und den paar Dingen, die nicht offen rumliegen. Noch nicht. Den sogenannten Geschenken. Die bald, sehr bald schon, unseren Vorrat an Dingen offiziell bereichern werden. Ich höre meinen Mann ein paar Stufen herunterkommen. In meiner Schreibtischschublade links oben raunt er mir zu. Ich nicke und betrete sein Büro. Es befindet sich direkt neben dem Kellerraum. Ich öffne die Schublade links oben. 17 Kugelschreiber, ein Taschenrechner, ein Messer, Moment mal, Visitenkarten, ein Stick in Spider-Man-Form, Briefmarken, Büroklammern, 2 Ersatzbrillen, ein paar alte Ratzefummel, unnütze Dinger, radieren eh nicht mehr richtig. Die können wegentschieden. Ich nehme sie und werfe sie direkt in den Papierkorb. Ich wühle weiter, verschiebe den Haufen nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten. Da ist kein Schlüssel, sage ich laut. Mein Mann hört mich nicht. Er ist wieder hoch zu den Kindern gegangen. Ich gehe raus aus seinem Büro, stelle mich auf die untere Stufe der Kellertreppe und rufe, da ist kein Schlüssel. Was? Höre ich von oben. Da ist kein Schlüssel, rufe ich lauter. Ich bin leicht genervt. Eine blöde Idee, die Kellertür abzuschließen. Naja, was soll's. Heute ist Weihnachten, ich will mich nicht ärgern. Aber klar ist da der Schlüssel, mein Schatz, höre ich meinen Mann mit sanfter Weihnachtsstimme säuseln. Dann eilt er die Treppe zu mir herunter, nimmt meinen Kopf zwischen seine Hände, gibt mir einen Weihnachtskuss, betritt sein Büro, runzelt die Stirn angesichts der durchwühlten Schubladen, wirft einen prüfenden Blick unter den Schreibtisch, saugt die Luft ein scharf zischendes Geräusch und holt die angeknabberten Ratzefummel wieder aus dem Papierkorb.
legt sie wortlos in die Schublade zurück. Wühlt in dem Haufen, schiebt ihn nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, schließt die obere Schublade, öffnet die darunterliegende, wühlt sie durch, schließt sie wieder, öffnet die darunterliegende, wühlt sie durch, schließt sie wieder, geht in die Hocke, öffnet die untere und letzte, wühlt schließlich und schließt sie wieder. Ich verlagere mein Gewicht vom linken auf das rechte Bein und sehe dabei zu, wie mein Mann auch die Schubladen auf der anderen Seite des Schreibtischs durchwühlt. Na, nichts zu finden, frage ich betont ruhig. Was für eine extrem bescheuerte Idee, den Keller abzuschließen. Mein Mann fährt sich durchs Haar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe den Schlüssel in eine meiner Schreibtischschubladen gelegt, sagt er. Ich sehe eine kleine Schweißperle auf seiner Stirn. Er wischt sie weg. Oder zumindest habe ich ihn an einem ganz sicheren Platz versteckt. Ich schöpfe Hoffnung. Ja, jetzt erinnere ich mich, fährt mein Mann fort. Es war ein ganz sicherer Ort. Und zwar welcher, frage ich, neugierig interessiert. Ja, wenn ich das nur wüsste. Von oben ruft unsere Älteste. Was ist? Geht's jetzt los? Der Weihnachtsmann hat sich verspätet, erklärt mein Mann in Richtung oberes Stockwerk. Es gibt keinen Weihnachtsmann, kontert unsere Tochter. Holt Mama jetzt endlich die Geschenke ins Wohnzimmer? Wir haben ein Problem, meine Süße, sage ich laut und klar. Nämlich welches? Papa hat den Schlüssel zum Keller verschlammt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ben! Sophies Stimme bekommt einen leicht schadenfrohen Tonfall. Papa findet den Kellerschlüssel nicht mehr. Es wird nichts aus deinem neuen Andor-Spiel. Nee, oder? Mischt sich jetzt unser Sohn ins Geschehen ein. Ich seufze. Komm, wir suchen ihn. Er muss doch irgendwo sein. Mein Mann versucht, motivierend zu klingen, und es gelingt ihm auch. Die kleine Emma wird in ihrem Laufstall gesteckt. Die beiden Großen helfen uns beim Suchen. Mein Mann nimmt sich nochmal den Schreibtisch vor. Ben inspiziert alle Schubladen in unserem Haus, die Dinge beinhalten, Dinge, die man immer wieder braucht und die darum in einer dieser Dinge-Schubladen landen. Wir haben zwei davon in der Küche, eine im Esszimmer, eine im Bad, eine in jedem Kinderzimmer und natürlich eine Menge im Kellerraum. Aber darin kann der Schlüssel ja schon mal nicht sein. Sophie schaut überall da, wo man nicht drauf kommen würde. Also an Stellen, wo man garantiert nie suchen würde, wenn man einen Schlüssel sucht. Am Schlüsselbund, im Zahnputzbecher, im Brillenetuis, im Safe, hinter dem Schreibtisch, im Besteckkasten, im Monopoly-Spiel, im Gitarrenkasten, bei den Putzmitteln. Nein, nein, da würde man Mann nie etwas verstecken. Er weiß ja gar nicht, dass es diese Putzmittel überhaupt gibt. Die Zeit vergeht. Ich schaue vor der Haustür nach, im Weihnachtsgesteck, nichts. Im Briefkasten natürlich nicht. Es fängt an zu nieseln. Was soll das denn? Die hauchdünne Schneedecke verliert ihren Glanz und wird zum allvertrauten Matsch. Schade. Die Temperatur steigt. Die Stimmung sinkt. Ich suche weiter, schimpfe leise vor mich hin. Mein Sohn Ben schimpft ebenfalls, aber lautstark. Sophie hat die Suche aufgegeben. Sie sitzt mit ihrem E-Book auf dem Sofa und liest. Emma winselt in ihrem Laufstall. »Kann sich einer mal um Emma kümmern?« rufe ich genervt. Mein Mann flucht, »Wo ist dieser verdammte Schlüssel?« Ich gehe in die Küche und stelle den Ofen an. Wenigstens werden wir nicht verhungern. Dann nehme ich Emma aus dem Laufstall und gehe mit ihr ins Wohnzimmer. Ich setze sie meiner Großen auf den Schoß. »Och, Mama«, seufzt sie, »muss das sein? Ich lese doch.« »Lesen kannst du, wenn du alt bist«, sage ich. Entweder du suchst mit oder du kümmerst dich um deine Schwester. Und pass auf, dass sie die Lebkuchen nicht abfrisst. Abfrisst? Meine Tochter starrt mich entsetzt an. Emma ist doch kein Hund. Das spielt jetzt keine Rolle, sagte ich. Was liest du da eigentlich? Ach, so eine Weltraumsaga. Jetzt kämpft die Heldin sich gerade durch einen Meteoritenhagel hindurch. Von allen Seiten fliegen ihr die Dinger um die Ohren und sie muss... Es kracht. Ich hechte die Kellertreppe hinunter und sehe, wie Ben in die Kellertür, die Kellertür angreift. »Ich will mein
Andor-Spiel, wütet er und versetzt der Tür bei jedem Wort einen gewaltigen Tritt. Ich halte ihn fest. Er windet sich. Können wir nicht einfach nochmal die Version vom letzten Jahr spielen? Die genervte Stimme meiner Tochter aus dem Wohnzimmer. Die ist wenigstens nicht eingesperrt. Nein, ich habe keine Lust auf die alte Version. Ich will die neue, schimpft mein Sohn. Es gibt neue Helden und neue Monster. Die will ich besiegen. Mit diesen Worten entreißt er sich meinem unentwindbaren Fesselgriff und tritt wieder heftig gegen die Kellertür. Gute Arbeit. Also die Tür hängt fest in den Angeln. Mit Gewalt erreichst du gar nichts, belehrte ich meinen Sohn. Das wollen wir ja mal sehen, gibt er mir zu verstehen und springt wieder gegen die Tür. Ach, was soll's, sage ich. Versuchen wir es zu zweit. Wir springen gegen die Tür. Ich schreie vor Schmerz auf und halte mir die Schulter. Mike hastet die Treppe runter. Schluss damit, fährt er uns an. Spinnt ihr total? So eine neue Kellertür kostet ein Vermögen. Dann richtet er sich beschwichtigend an unseren Sohn. Sieh's doch mal so, Ben. Wir haben doch eh schon genügend Dinge. Lassen wir die Geschenke in diesem Jahr einfach mal weg. Der Sohn springt dem Vater an die Gurgel. Zu Recht, denke ich, denn mein Mann hat sich sein Weihnachtsgeschenk, einen neuen Flachbildschirm, schon vor Wochen selbst gekauft und im Schlafzimmer aufgestellt. Okay, okay, wo ist das Telefon? Röchelt Mike, entkommt dem kindlichen Würgegriff durch männliche Muskelkraft und stellt Ben auf den Boden ab. Vermutlich da, wo auch der Kellerschlüssel, deine Sicherungsfestplatte, Papas Fäustel und die Haargummis unserer Tochter sind, sagte ich. Erbost, sehr erbost. Was ist ein Fäustel? Fragt Ben. Ein dicker, fetter Hammer, sagte ich. Emma fängt oben im Wohnzimmer an zu weinen. Klappe, rufe ich nach oben. Mein Mann stampft die Treppe wieder hoch. Ich stampfe hinterher. Er greift nach seiner Jacke und schnappt sich sein Handy. Ich sehe ihn auf dem Display herumhacken. Dann hörte ich seine Stimme. Müller hier, guten Abend. Ja, ja, fröhliche Weihnachten. Wir brauchen den Schlüsseldienst. Ja, es muss heute sein. Eine ganz normale Kellertür. Nein, nicht der Heizungskeller, der Weihnachtskeller, wo die Geschenke drin sind. Also ein ganz normaler Keller eben. Ich fasse es nicht. Er will den Schlüsseldienst rufen. An Heiligabend. Was? Ich höre meinen Mann nach Luft schnappen. Ich springe auf und renne zu ihm. Er scheint zu kollabieren. Ich halte ihn fest, fächle ihm Luft zu. 500 Euro? Sind Sie wahnsinnig? So viel haben ja die Geschenke zusammen nicht gekostet. Er beginnt den Menschen auf der anderen Seite der Leitung wüst zu beschimpfen. Sie sind ein mieser Abzockladen. Sie nehmen es von den Lebendigen, aber ohne mich, Sie scheinheilige Möchtegernhelfer. Ich reiße ihm den Hörer aus der Hand und lege lautstark nach. Und wenn Sie dieses Gespräch aufzeichnen sollten, dann lassen Sie mich Folgendes sagen. Ich hasse es, vor verschlossenen Türen zu stehen, aber mehr noch hasse ich alle Leute, die daraus Gewinn schlagen, dass andere so doof sind und nicht wissen, wo sie ihren Kram haben. Ein Tuten in der Leitung. Er oder sie hat aufgelegt. Frechheit, knurrt mein Mann. Frechheit, fauche ich. Ein dumpfer Schlag ertönt, dann ein Schrei. Eine halbe Stunde später sitze ich mit unserem Sohn in der Notfallaufnahme. Er hat versucht, mit dem Fäustel, der übrigens in der Garage stand, die Kellertür einzuschlagen und sich dabei den Arm ausgerenkt. Er brüllt wie am Spieß. Die Kellertür hat einen Riss. Aber um den weiteren Durchbruch kann ich mich jetzt nicht kümmern. Um 23.19 Uhr kommen wir zurück. Es regnet. Im Haus stinkt es nach verbranntem Fisch. Emma schläft neben dem Weihnachtsbaum. An ihrem Mund kleben Lebkuchenkrümel. Sophie sitzt auf dem Sofa und liest. Neben ihr steht eine geleerte Müslischale. Ben macht sich auch ein Müsli. Sein Arm ist wieder eingerenkt. Ich gehe ins Schlafzimmer. Mein Mann liegt auf dem Bett und guckt fern. Da bist du ja wieder, sagt er. Alles okay mit Ben? Ja, alles okay, sage ich und setze mich auf die Bettkante.
Hast du die Tür eingeschlagen? Nein, sagt er. Hast du den Schlüssel gefunden? Ich habe nicht weiter danach gesucht. Die Forellen sind verbrannt, sage ich. Ich weiß, sagt er. Du hättest den Herd rechtzeitig ausstellen sollen, sage ich. Ja, hätte ich machen sollen, sagt er. Hast du schon was gegessen, frage ich. Ja, sagt er. Und zwar was, frage ich. Kartoffeln, sagt er, habe ich im Bett gefunden. Na super, sage ich. Von unten klingelt das silberne Glöckchen. Wir blicken uns an. Mein Mann steht auf. Wir gehen die Treppe runter. Die Kerzen am Baum brennen. Emma wurde zu ihrer eigenen Sicherheit ein Stück vom Baum weggelagert. Sophie hat ihr E-Book zugeklappt. Sie hält das Glöckchen in der Hand. Ich bin fertig mit Lesen, sagt sie und lächelt. Es ging gut aus. Sie ist heil durch den Meteoritenhagel hindurchgekommen. Wie schön für Sie, sage ich. Ben löffelt sein Müsli. Mike schaltet das digitale Kaminfeuer aus. Es ist jetzt dunkel, nur die Kerzen am Baum leuchten. Ich pflücke mir einen Lebkuchen von einem der unteren Äste und knabbere ein wenig daran herum. Großen Appetit habe ich nicht, aber Durst. Jetzt, ich gehe in die Küche und trinke einen halben Liter Wasser aus dem Wasserhahn. Wir nehmen uns Decken und Kissen und kuscheln uns auf den Teppich um den Baum herum. Nicht zu nah, versteht sich. Ben hat das iPad aus seinem Zimmer mitgebracht. Wir hören Jingle Bells immer wieder und gucken den Baum an. Emma schnarcht ein wenig. Es klingt so süß. In Bens müden Augen spiegelt sich das Kerzenlicht. Ich bin froh, dass sein Arm wieder okay ist. Sophie schmiegt sich an mich. Weißt du, Mama, sagt sie, diese vielen Dinge. Manchmal kämpfen wir uns durch sie hindurch, wie durch einen Meteoritenhagel. Aber woran wir wirklich unser Herz hängen, das ist doch etwas ganz anderes. Kluges Mädchen, sage ich und streichle ihr Haar. Ich hätte trotzdem gerne heute mein neues Andor-Spiel ausprobiert, sagt mein Sohn. Ich auch, mein Schatz, sage ich. Plötzlich springt mein Mann auf. Ich weiß wieder, wo ich ihn hingelegt habe, sagt er, greift nach seiner Jacke, rennt nach draußen. Wir hören, wie die Autotür geöffnet und nach kurzer Zeit wieder geschlossen wird. Mike kommt zurück ins Haus. Wir schauen ihn wortlos an. Im Handschuhfach, sagt er und lächelt unseren Sohn an, der kaum noch die Augen offen halten kann. Lust auf Bescherung? Morgen, sagt Ben. Jetzt kann ich nicht mehr. Aber morgen... Morgen besiege ich alle Monster. Was für ein fantastisches, turbulentes Weihnachten, das euch als Familie dann aber auf das Wesentliche von Weihnachten hingewiesen und hingeführt hat. Vielen Dank, liebe Miriam, dass du diese wunderbare Geschichte mit uns geteilt hast. Und euch, die ihr mir zugehört habt, wünsche ich jetzt noch einen ganz tollen Nikolaustag. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn das siebte Türchen geöffnet wird. Tschüss!